Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Wir sind jetzt im Karrieremodus und zwar bei einem Spezialevent der Caterham Academy. Also keine Angst, es kommen keine super Go-Karts-Rennen. Ich hatte ja gesagt, wir machen nur eins und sonst keine, weil ich da selber keine Lust wirklich drauf habe und ihr da bestimmt auch keine Lust drauf habt. Und ja, der Caterham, der ist schon ein cooles Auto, der Caterham 7 Classic. Mit dem bin ich jetzt das Training und das Qualifying gefahren. Ein sehr schöner Wagen. Bin auch im Qualifying auf dem ersten Platz gelandet, wie ihr hier seht. Und ja, werde jetzt ins Rennen starten. Ich hoffe, dass ich laut genug bin, dass der Wagen nicht zu laut ist. Ich habe noch ein bisschen was an der Lautstärke und so geschraubt. Weil es so beim letzten Mal extremst laut war. Zudem habe ich jetzt auch die KI ein bisschen hochgeschraubt, weil die waren mir definitiv viel zu schlecht. Da ich im Qualifying gut 4, 4,5 Sekunden, wenn nicht sogar 5 Sekunden Vorsprung hatte. Und das war doch ein bisschen langsam von der KI. Darum habe ich die jetzt auf, ich glaube, 84 hochgeschraubt. Oder 82, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Upala, und da verbremse ich mich mal richtig krass. Da kann. Okay. Dann lassen wir den erstmal vorbei, dann wird es wenigstens ein bisschen interessant. Will noch einer vorbei? Ach komm, wir bremsen nochmal gerade. Dann kann. Sehr schön. Können die auch noch vorbei? Dann wird das wenigstens ein schönes Gämpfchen. Denn ich habe sowieso 7 Runden eingestellt. Eigentlich waren 4 Runden Vorgabe. Das war mir aber doch ein bisschen zu langweilig. Darum habe ich das auf 7 hochgeschraubt. Ja. Falls die Gegner, also falls ich. Oh Gott, 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 was habe ich denn da jetzt gemacht? Jetzt habe ich mich total verbremst und der Wagen ist ausgebrochen. Naja, habe ich wenigstens ein bisschen was zu tun nach vorne. ja, auf jeden Fall, falls die Gegner doch ein bisschen zu schlecht sein sollten, werde ich es dann beim nächsten Mal machen, dass ich sie vielleicht dann auf 90 hochschraube, aber dann ist auch schon fast Ende der Fahnenstange. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Karre oder an der Strecke liegt, warum ich die so dominiert habe im Qualifying. Aber das war schon krass. Also, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Weil ich weiß, dass ich nicht der allerbeste Rennfahrer bin und sowas. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich die so deklassiere. Weil das war schon ein krasser Unterschied. Weil wir ja alle das gleiche Fahrzeug fahren und ich auch kein spezielles Setup oder dafür habe. So, wir sind ja schon mittlerweile wieder auf dem 4. Platz vorangekommen. Wir sind erst in Runde 2. Ich glaube, wir waren eben mal zwischenzeitlich 7. oder so. Oh, 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 oh. Verbremst, verbremst, verbremst. Naja. Oh. Da wollte einer durchschlüpfen, der auch durchgeschlüpft ist, aber den schnappe ich mir direkt wieder. Also dadurch wird es dann wenigstens ein schönes Rennen. Beziehungsweise ein sehr interessantes Rennen, weil ich ja jetzt quasi aufholen muss wieder, um nach ganz vorne zu kommen. Was mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, weil ganz alleine nur vorne wegfahren ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Beziehungsweise manchmal macht es auch total viel Spaß, dass man dann so richtig den Speed des Fahrzeugs komplett gehen kann. Aber mit den Fahrzeugen macht es schon auch ziemlich viel Spaß zu überholen. Natürlich fährt er sich auch manchmal ein bisschen schwammig. Das hat man vielleicht, glaube ich, bei dem ein oder anderen Überholmanöver bzw. bei der ein oder anderen Kurve vielleicht gesehen. Aber wenn man sich darauf einstellt, kann man dadurch eigentlich, also kann man das eigentlich sehr gut kompensieren. Jetzt bin ich auch gerade wieder etwas weit rausgekommen. Bin zwar noch auf den Curbs gewesen, aber das war schon fast letzte Rille vom Curb. Also da muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu weit rausrutsche, weil ich sonst doch, denke ich mal, noch weiter zurückfallen werde. So, jetzt werde ich mal ein bisschen eher bremsen. Die fahren allerdings alle ein bisschen weit außen, habe ich das Gefühl, hier bei der Kurve. Also Ideallinie sagt mir eigentlich was anderes gerade und auch der gesunde Menschenverstand. Oh, das war knapp, aber ich habe ihn nicht berührt. Also das war ganz sauber rangebremst. So, den könnte ich vielleicht am Ende der Geraden jetzt überholen. So, zack, ausscheren. Nochmal schön winken. Danke. Nochmal gerade gucken, nicht, dass wir ihn berühren. Ne, alles gut. Er ist hinter uns. Sehr schön.
haben wir wieder einen Platz gewonnen. So, hier bin ich ja eben versehentlich ein bisschen weit rausgerutscht. Oh, das war ein bisschen rabiat. Da habe ich den hohen Curb mitgenommen. Gott sei Dank ist da jetzt nichts bei kaputt gegangen oder dass ich rausgeflogen bin. Das hätte nämlich ganz schön ins Auge gehen können. Mit einem Formelfahrzeug hätten wir uns vielleicht dabei sogar den Frontflügel zerstört. Also von daher, mit den Kettenfahrzeugen geht das noch ein bisschen besser, weil dort halt kein Spoiler oder sonst was oder Frontflügel dran ist. So, die Kurve haben wir jetzt definitiv ein bisschen besser genommen und konnten uns dadurch jetzt auch schon wieder an den Zweitplatzierten dran knabbern. So, Windschatten und rüberziehen. Und da haben wir dann den überlegenen Geschwindigkeitsschub, denke ich mal, durch den Windschatten. Und vielleicht fährt auch die KI da ein bisschen langsamer. Ich weiß zwar nicht warum, aber wäre ja auch möglich. Und dann können wir uns jetzt den Erstplatzierten vorknöpfen. Den werden wir uns jetzt schön zurechtlegen. Werden wir uns schön ranbremsen und dann gucken, wo wir unsere Chance haben, um uns den zu schnappen. Hier wird es definitiv noch nicht klappen, weil ich dafür noch viel zu weit weg bin. Aber der Vorsprung ist jetzt nicht gigantisch groß. Nach hinten habe ich jetzt auch schon eine kleine Lücke rausgefahren. Aber ich denke mal, vielleicht in der nächsten Runde könnte ich ihn mir vielleicht sogar schon zur Brust nehmen. Also, dass wir auf jeden Fall zum Ende des Rennens definitiv noch an ihm vorbeiziehen werden. Also hier hat er auf jeden Fall sehr viel Zeit verloren, meiner Meinung nach. Also da habe ich doch das Gefühl, dass ich da gut dran gekommen bin. Und auch die Sektorzeit ist sehr viel besser gewesen. Zumindest unsere persönliche Sektorzeit. So, also das sieht schon sehr viel näher aus als in der Runde vorher. Und da rutsche ich dann doch wieder raus, verdammt. Aber ich konnte ihn wenigstens noch ganz gut abfangen. Jetzt hat er natürlich wieder doch einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Also da muss ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren, dass ich an den Typen da vorne rankomme. Nach hinten dürfte die Sache eigentlich schon gegessen sein. Obwohl wir bei knapp einer Sekunde sind, also bei der Runde vorher waren wir noch bei weitem weiter hinten. Also ich glaube bei 1,3 oder 1,4 Sekunden. Also wir kommen auf jeden Fall schon näher und würde ich nicht mich manchmal verbremsen oder so, wären wir, denke ich mal, auch schon längst an ihm vorbeigegangen. Zum Beispiel in der Kurve haben wir jetzt sehr gut Zeit gewonnen. Beim Rausbeschleunigen aus der Kurve hat er dann allerdings wieder ein Stückchen die Nase vorn. Da ist dann der Vorsprung wieder auf 1,1 hochgegangen, aber nach hinten ist definitiv alles safe. Aber den werde ich mir jetzt auf jeden Fall zur Brust nehmen, also da führt kein Weg dran vorbei. Der wird gleich fertig sein. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen die Kurve anders genommen. Ah, bin hier leider jetzt wieder rausgerutscht. Aber ich bin definitiv viel näher dran, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Durch den kleinen Schlenker, den ich da gemacht habe, habe ich natürlich leider viel Zeit verloren. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt bei der Kurve hier direkt im Getriebe von ihm. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wo der hier das Getriebe hat. So, er ist ein bisschen auf den Dreck gekommen, aber hat ihm, glaube ich, jetzt an Geschwindigkeit nichts eingebüßt. Aber jetzt kommen wir richtig nah dran. Wir sind nur noch 0,4 Sekunden hinter ihm. Und jetzt könnte es sein, dass wir am Ende der Kurve schon an ihm vorbei sind. Ja, das haut schon hin. Das heißt, wir hätten dann quasi zwei Runden Zeit, dann von ihm wegzufahren. Oh, da ist er nochmal ausgeschert. Und wollte uns da ein bisschen von der Strecke abdrängen. Sehr, sehr böse. Aber wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dürfte es das jetzt eigentlich gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er mich jetzt noch groß überholen kann, wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache. Ja, Sektorzeit ist natürlich ein bisschen langsamer, klar, kein Problem, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich weiß auch gar nicht, wer gerade die schnellste Rennrunde hat. Kann sein, dass er sie hat, kann sein, dass ich sie habe. Auf jeden Fall, wenn ihr unten mal schaut, also der Vorsprung, der wird sowieso schon größer. Ich habe jetzt schon wieder eine Sekunde und rutsche hier wieder raus, ja ganz toll. Da ist er dann schon auf 0,5 zurückgefallen, beziehungsweise 0,4. Aber in dem Stadion waren wir ja quasi auch eben die ganze Zeit, dass wir so zwischen 0,5 und einer Sekunde waren.
Also in trockenen Tüchern ist das noch nicht, wenn wir halt noch Fehler machen. Und oder wenn er sich halt in meinen Windschatten reinfährt. Eieiei, das war knapp. Da hätte ich echt abheben können wieder. Und jetzt schön rausbeschleunigen, dass wir wieder gut Vorsprung machen. Und dann geht es nämlich auch schon in die letzte Runde, Leute. So. Jetzt können wir ruhig ein bisschen vorsichtiger rangehen, dass wir nicht letzte Rille fahren. Obwohl ich das jetzt auch nicht unbedingt letzte Rille nennen würde, was wir da gemacht haben vorher. Aber wir waren halt schon ein bisschen aggressiver dran und haben versucht, ja, das Maximum bzw. auszuloten, also wie weit man mit dem Fahrzeug gehen kann, was da so alles möglich ist, wie stark man anbremsen kann, wie man rausbeschleunigen kann, wie man unter Umständen um die Kurve sliden kann. Das muss man ja auch alles erstmal wissen. Und dafür waren die ersten Runden so hinter den KI-Gegnern eigentlich gar nicht so verkehrt, weil dadurch konnte ich zum einen meinen Fahrstil beobachten, aber auch den Fahrstil von der KI. Wodurch ich natürlich jetzt, denke ich mal, ganz guten Vorteil habe. Und wir haben jetzt schon 1,9 Sekunden rausgefahren. Also das ist definitiv jetzt trockenen Tüchern. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt aus der Kurve leicht rausrutschen sollte, sollte das eigentlich jetzt es gewesen sein. 2,4 Sekunden hatten wir jetzt gerade vor der Kurve. Ich denke mal, Start und Ziel dürfte es wieder ein bisschen mehr sein, weil wir beim Rausbeschleunigen doch besser sind. 2,3, 2,4 wird es ungefähr sein. Und damit haben wir auch das Rennen schon gewonnen. So, Rennzeit. Ja, 2,7 Sekunden waren es sogar am Ende. Beziehungsweise 2,683 Sekunden. Aber dafür, dass wir ja quasi eigentlich nur in den letzten beiden Runden ein bisschen fahren konnten, vorneweg, weil wir halt ein bisschen gekämpft haben, hat aber auch, finde ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so machen Rennen auch sehr viel Spaß. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, kommt da noch ein Rennen? Ne, kommt nicht noch ein Rennen. Und wir haben sogar überall die schnellste Rennrunde, schnellste Runde gemacht. Da seht ihr auch nochmal, im Training war ich halt noch nicht ganz so schnell. Da habe ich auch nur eine Runde gefahren mit einer 1,33. Im Qualifying bin ich eine 1,32,6 gefahren und im Rennen bin ich sogar nochmal eine ganze Sekunde schneller geworden. Mit einer 1,31,6. Wird zwar wahrscheinlich immer noch nicht die Top-Zeit sein, die da möglich ist, aber ich bin damit zufrieden. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dafür haben wir dann, denke ich mal, auch den ersten Platz verdient. Und ich würde sagen, das war's dann für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!